Guten Morgen, Leute. Ich melde mich wieder hier aus dem Frühtraining in Waibling. Und nach den Deutschen ist für mich vor den Deutschen. Ich war letzte Woche bei der DKM in Wuppertal. Und wie vielleicht manche von euch schon mitbekommen haben, es ist ganz gut gelaufen. Ich war von meinem Trainerteam Anto Kopic und Simon Czeszelski wunderbar eingestellt und bin dann eben mit persönlicher Bestzeit deutscher Meister über 100 Lagen geworden, habe zudem noch die EM-Qualifikation geschafft und bin jetzt super happy und darf in knapp einer Woche nach Israel fliegen und mit der Nationalmannschaft eben dort an der EM teilnehmen. Gebe jetzt nochmal alles im Training dafür und reiß mir den Arsch auf, dass ich vielleicht noch ein bisschen schneller schwimmen kann. Und für euch gibt es jetzt aber erstmal die nächste Technikübung, und zwar wird das mal wieder eine Kraultechnikübung sein. Und zwar werdet ihr das gleich sehen. Ich werde einfach beim Kraularmzug, wenn ich hinten rausgehe, werde ich kurz hinterm Rücken übergreifen und nach vorne eintauchen. Was bringt die Übung? Zum einen bricht diese Übung euer normales, gewohntes Bewegungsmuster auf. Ihr müsst koordinativ viel mehr arbeiten, dass ihr zum einen mit Rotation die Körperspannung halten könnt, die Wasserlage aufrechterhalten könnt, und ihr müsst euren Beinschlag intensivieren, weil durch dieses Aufbrechen des Bewegungsmusters wird auch automatisch die Zeit des Kraularmzugs verlängert. Deshalb müsst ihr einfach mehr Beinschlag machen, dass der Rhythmus regelmäßig bleibt. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal zwei Bahnen. Schaut zu, guckt, worauf es ankommt, und versucht es nachzumachen. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, man konnte es erkennen. Wie gesagt, intensiviert den Beinschlag, macht einfach mehr Beinschlag. Und wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht einfach, den Rhythmus komplett regelmäßig zu lassen. Versucht wirklich, dass der Beinschlag pausenlos bleibt, dass die Rotation regelmäßig bleibt. Atmet am besten auch irgendwie auf beide Seiten. Das macht eure Lage nochmal gleichmäßiger. Und wenn ihr vielleicht mit dem Beinschlag noch ein bisschen Probleme habt, zieht euch auch Flossen an. Das verleichtert euch einfach vieles, vereinfacht euch die Wasserlage zu halten. Und wie gesagt, probiert es einfach aus. Ich melde mich bald wieder mit dem nächsten Video, vielleicht dann schon in Israel. Und bleibt dabei, haltet euch fit, macht's gut, ciao, ciao.